Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Golden Body Personal Training Workout. Heute werden wir ein TRX Workout zusammen machen, das vor allem auf die Beine und auf die Po-Region geht. Als erstes möchte ich sagen für alle, die denken, boah, die ist ja schon total verschwitzt. Nein, ich gebe euch einen Geheimtipp. Bevor ich meine Trainings absolviere, also wenn ich zu Hause bin, natürlich nicht, wenn ich draußen Personal Trainings gebe, schmiere ich mir tatsächlich Olivenöl und, nein, stimmt nicht, das habe ich früher gemacht. Es ist nicht Olivenöl, sondern es ist Arganöl und Kokosnussöl, welches ich mir in die Haare schmiere. Ich denke, das ist ein Tipp für Frauen und nicht für Männer, wobei ihr könnt es auch ausprobieren. Für geschmeidige und gesunde Haare. Ich kann keine Werbung für Haarprodukte machen, deshalb probiert es aus. Sagt mir, wenn ihr es gut gefunden habt. Als zweites möchte ich sagen, oft seht ihr mich barfuß trainieren. Heute habe ich einen neuen Schuh. Das ist dieser hier von Skechers. Total beweglich und wie ihr seht, der hat so eine, wie so eine Matte eingebaut. Kann man das so sagen? Keine Ahnung. Jedenfalls, ich liebe den für mein Ausdauertraining auf dem Crosstrainer, weil ich gemerkt habe, dass bei normalen Turnschuhen mir die Füße immer einschlafen. Das tönt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Möglicherweise haben das andere auch schon mal gehabt und ich finde das ganz, ganz unangenehm und ich habe nun einfach so einen Freizeitschuh mal ausgetestet. Der ist auch super, weil es wie gesagt, wie eine Matte ist. Und durch das muss sich der Fuß eigentlich trotzdem anpassen und hat nicht diese Stützung, was mir sehr gefällt. Das Gleiche gilt nun auch für das TRX-Training. Ich mag das auch in Studios zum Beispiel, habe ich früher immer mit Matten trainiert, damit die Stabilität noch mehr gefordert wird und so wir eine Leistungssteigerung haben. Naja, genug geredet, wir legen los, wie gewohnt, mit einem Tabata-Timer. Wir machen 50 Sekunden Workout und 20 Sekunden Pause, das Ganze für 20 Minuten und wir legen gleich los. Beide Versionen. Los. Halt. Gut. Die schwierige Version und die einfache. Ohne Jump. Und los. Los. Kommen nach unten und nach oben.
pausiert. So, zweiter Versuch. Ich nehme das andere Bein, wenn es so zu schwierig ist. Einfach nicht so tief herunterkommen. Geht weiter. Thank you.
noch nicht mehr hin. Kommen wir nach vorne. Und wieder mal rüber. Yeah, but...
kommen rein.
No. Jetzt bin ich nass. Jetzt gebe ich es zu. Oh. Gibt gar nicht mehr viel zu sagen. Ich habe bewusst nicht ganz so viel erklärt bei den Übungen. Ich möchte mal ein separates Video machen für die genaue Ausführung ohne ein Workout quasi. Ich danke euch fürs Mitmachen. Ich hoffe, es ist für euch auch so streng wie für mich und wünsche euch einen guten Tag, bis zum nächsten Mal und tschüss!